Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Kingdom Hearts Birth. Bei ohne weiteres Gerede reden wir mit Gilianovic und greifen ein. Ja, absolut. 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 Gegen Zack, ey. I promise Terra I'd face him. Fair and square. The friendship between boys. It almost makes me jealous. Let's fight. Oh, oh Scheiße, Leute. Kann nicht mehr. Ich hab mir ganz Haut. Ich hab mir ganz Haut. Alter. Ja, du machst Max, Alter. Und die ganzen Zuschauer, die schreien rum. Alter. Oh, okay. Er wird dich so fertig machen. Alter, macht der einen Schaden, Leute. Sorry. Oh, okay. Er sagt dann auch sorry. Oh, lock ihn in die Trapezen. Lock ihn in die Trapezen. Er wird halt erklären, oder? Alter, die Musik, Mann! Ist nicht weg, oder? Du musst ihn zu diesen Trapezen locken, das macht guten Schaden. Da darf er dich nicht treffen. Gut, jetzt hast du ihn. No. Du hattest ihn aber. Yeah, Alter, okay. Macht er einen Schaden. Du hast ihn noch nicht mal einen Dings da weggemacht, ne? Würde ich nur sagen. Ein Bike hat er noch nicht weggemacht. Oh, er hat Asthma. Du solltest dich heilen. Du solltest dich heilen. Heil dich, Digga. Oh mein Gott. Junge, Zack allein. Er macht schon richtig, er macht schon echt einen guten Job. Dabei ist er hier ein Kind, Mann. Ich würde so gerne kämpfen, wenn er erwachsen wäre, ne? Alter. Keine Chance. Ey. Boah. Die Dinger haben ihn trotzdem noch getroffen. Kämpfen. Jetzt habe ich Zeit, das kann ich. Klingenaura ist gleich voll. Ich glaube, das war's. Klingenaura kannst du einsetzen. Das ist langweilig. Das ist langweilig so, ja. So, jetzt gucken wir mal. Oh! Schade, dass das nicht gereicht hat. Oh, er geht nochmal ab. Okay, guck mal. Deckgröße. Oh man! Oh Mann, er ist toll! Der Kampf war echt er ist intens. So toll. Ich bin schon das Crisis Core geguckt, bevor du das hier gemacht hättest. I've got a long ways to go if I'm gonna become a hero. Really? It's you? Here I thought I'd drop in to see which muscle head was up next, and holy Hydras, it's just a little girl, a little lassie, a little bluebird. Hades! I'm sorry, is that a mosquito? Where did I put that bug spray? Mosquito? So you're Hades. You use Zack and try to cast Terra into the darkness. So, I take it you're acquainted with the spineless chicken heart. Terra is my friend, and I hear he triumphed over the darkness. He's not spineless. Funny, you know, because I heard different. You see, it was Chickenheart who asked me for a little, shall we say, instruction on how to use darkness in the first place. Never! And he was so close to doing it, too, when the sap went and got cold feet! Now, if that ain't cowardly, I don't know what is. But you, my little bluebird, why not flit over here and demonstrate some real courage for the winning team? The darkness doesn't interest me. Well, that was rude. A no thank you, your godliness might have sufficed. Fortunately, I still get to destroy you. Rules say you face me next. And I have a whole lot of darkness with your name on it. Get back here, Hades! Man, if only I were up against him. Aqua. You gotta avenge me and Terra. I will. Gespeichern. Okay, doch nicht gegen Terra. Ja, ist wohl woanders, wa? By the way, Synchronsprecher von Aerith und Zack, ne, die sind verheiratet. Echt? Ja. Was hat das wohl zu bedeuten? Ist mehr? Ja. Die beiden, die sie sprechen, sind auch in echt verheiratet. Okay, Leute.
Wir gehen jetzt weiter. Wir machen das jetzt zu Ende. Wow. Was wir angefangen haben. Los, Jillian, lass uns rein. Weiter geht's. Polaris, Bruder! Guck mal, wie gut! Das war ein ziemlich großer Teil 1, you know? I never said one-on-one. No fair, Hades! I suppose that's in the rules. Rule number 2. Combatants may call for backup. Maybe you better call yours, Bluebird. He's already here! Don't, Zach. I can do this on my own. Ganz ehrlich, sie Leute, beweist, dass sie auch mit den Regeln gewinnen kann. Das du meinst, wenn die Gegner so cheaten oder sich so rum... Sollen sie cheaten? Leute, das Gerechte gewinnt immer. Leute, das ist Polaris, ein Secret Boss aus Kingdom Hearts 1, falls ihr euch noch erinnert. Oh mein Gott. Ich glaube, gegen Polaris ist Dings dafür gut. Feuersturm wird dir hier nichts bringen, ne? Ist dir klar. Safe? Gegen Hades nicht. Doch, das tut ihm weh. Ich glaube, erstmal Polaris hier kommen, ja, weil er hat am meisten Leben. Ja, wenig. Er hat wenigsten Leben, das wollte ich meinen. Ist Feuer. Let's go. Genießen müsste Feuer ja mehr bringen, ne? Ja. Oder Eis? Ja. Oder Eis macht gar nichts. Das hat echt viel Schaden gemacht, du, muss ich ehrlich sagen. Oh! Ah, wie in Teil 1 diese Eisgeschosse, ja, die du mal zurückreflektieren, genau, musstest. Gib mir einen Fireburst! Das wird bitte. Ja, ja, ja. Ja, das hat echt... Hallo? Mina-Trapez, genau. Bartz. Oh mein, jawohl! Er tritt schön... Ist er weg? Kannst du seinen Kopf... Ich glaube, du musst seinen Kopf noch angreifen, oder? Er tritt schön auf die Minen. Nee, ja, nee, er ist weg. Jetzt nur noch er dann. Bisschen kleine Bälle, er bisschen Eis. Feel the heat. Ich glaube, dieses Feuerding hat ihm doch eine Menge Schaden gemacht. Oh. Das gleiche wie in Teil 1. Hä? Aber damals konnte man nicht über ihn drüber. Ja. Das macht kaum Damage, ne? Ja, weil er sein Feuerdings da anhat. Hier kam's sie. Hier kommt sie. Das sagst du immer noch, genau wie in Teil 2, ne? Ja, jetzt hält er kein Leben. Ja. Schade. Ich auch nicht. Oh! Ja, schon. Boah. Nein, Alter, das ist mein Herz! Oh, was ist dumm? Verdammt, das ist scheiße, ne? Naja, ich meine, sie kann sich an die Regeln halten, aber Alter, Zack, ey. Gönn dir doch. Manchmal ist es echt cool. Sie hat es aber fast geschafft, das ist nicht unmöglich. Ich war einfach nur stuck in der Ecke. Also irgendwie. Ja, komisch. Come on, Frosty. Ich wäre immer noch für Frosty, der ist der gefährlichste gerade. Eigentlich voll peinlich, wenn ein Hades immer verliert. Ein bisschen brennen? Okay. Ja, das macht schon guten Schaden. Oh. Ja, genau deswegen macht das auch Aqua. Oh, du hast Klingenaura ausgerüstet. Ja, ist aber auch ganz stark, glaube ich. Mein Trapez, Bruder. Ah, scheiße. Beweg dich mal, dann geht es vielleicht besser. Das ist, oh. Ah, du hattest King Aura fast voll gehabt. Schade. Er kannst ja noch voll machen. Jo, er kann er noch machen. Ah, nicht sein nicht Gesicht. Nicht sein Gesicht. Nicht Gesicht, nicht Gesicht. Beine sind besser. Oh, ja, warte. Er ist down. Jetzt holt ihr den Typen. Wie viel Schaden macht das denn bei Hades? Es geht. Es ist okay. Dafür, dass er feuer-based ist, ja, ist das eigentlich vollkommen okay. Klingenaura, geh zu ihm rüber. Das war keine gute Idee. Klingenaura! Ja, warte. Shit. Jetzt. Die Family sieht dabei aus. Geh weg von ihm! Geh weg von ihm! Er macht so eine Dreier-Kombo, das weiß ich noch. Immer wenn Polaris steppt, dreht er immer voll durch.
Das hättest du dir bei Zack gewünscht, ne, wenn er gestorben wäre. Oh, yours, Frosty. Er kämpft ja nicht mal richtig mit, er lässt aber nur Frosty die Arbeit machen. Fireburst! Yay! Das war gut, das war echt. Das war richtig gut. Mean Trap jetzt. Ja, gegen die beiden. Ja, jetzt. Warte. Ah! Zu früh. Jetzt? Achso, du hast doch schon benutzt. Nein, das steht jetzt noch. Donnerschlag! Ja, das ist nicht so gut. Finde ich. Er hat dich nur getroffen, weil er auf dich draufgeschlagen ist. Down. Ja, jetzt rissst du aus. Ja, jetzt hast du Klinge Du hast Klinge aber gekriegt. Ah, toll, jetzt macht er genau das. Weg da. Toll. Das würde ich nicht einsetzen. Geh einfach weg von ihm, du hast die ganzen Feld für dich. Ja, ich will ein bisschen bei ihm bleiben. Ist das langweilig? Jetzt wuchs. Ich hab ab einem bestimmten Angriff, also Leben von ihm, macht er dann diesen Dreier-Kombo. Ja. Greif an, du kannst noch angreifen. Toll. Nee, jetzt nicht mehr. Okay, ja. das ist so gut. Ah. Ja, muss umbleiben. Okay, weiter geht's. Das macht keinen Schaden noch. Ja. Klingaura braucht noch ein bisschen. Noch ganz wenig. Oh, jetzt fehlt er recht, oder? Jetzt kannst du Klingaura machen. Ja, nicht jetzt. Bleib einfach hier. Das bringt nichts. Das muss man mitmachen. Ja, okay. Er dreht sich sogar zu ihm. Warten. Nein. Ja, das war zu früh, oder? Ja, ja. Das. Oh. Ja, und der Feind hat mich getroffen. Du willst nicht viel gebrochen. Ja, mach. Geh weg! Hat das nicht wie hoch sie springen kann, Mann! Guck mal! Ist Stufe 3 schon, ne? Stufe 4 schon. Echt? Ja. Oh, Goldrush ist gar nicht so geil. Ja. Vielleicht können wir auch noch andere Sachen trainieren. Lass uns den anderen zurückholen, das erste, und versuchen, die ersten Feuersturm anderen zu leveln. Ich war einfach. Ich mach so wenig Damage auch. Hier kamst du nicht. Ja, mal Fall! Geh jetzt weg von ihm und mach deinen Fokus. Ja, gut für dich. Ja, komm ein bisschen schnell gerade, oder? Von hier jetzt. Ja. Na, wie geht's dir? Boom. Diamantenstaub erlernen. Diamantenstaub war das Keyblade, das du bekommen hast, wenn du Polaris fertig gemacht hast. Nicht alles noch weiß, ne? Voll gestört eigentlich. Geht's ganz lang? Klar. I knew that snow cone wouldn't cut it. I need a real Titan. Stay tuned! Stupid Hades. Next time I'll put him in his place. Oh yeah, you're the champ. We gotta celebrate. Huh? That won't really be necessary. Hey, how about one date? Oh, you mean, no, I have to leave right away. Besides, I still have so much training to do. Fair enough. And I'm still a work in progress, after all. Huh? Well, how about this? I become a hero, then we go on a date. I can't make any promises. Yes! Great, it's settled. Herohood, here I come. Oh, it's over already? And I finished today's training in record time. Aqua, what's wrong? Your face is red. Nothing. You want to be a hero too, right? Strength alone won't make you into one. I know. Strength alone won't make me a true hero. I'm starting to figure that out.
I look at you and Zack, and I can tell there's something more. You've got strength in your heart, too. Never stop trying. And one day you might just become a true hero after all. Tara, you too. Keep fighting. Du kannst einfach zu ihm ein Ding. Hier musst du leveln. Heldenemblem. Oder Emblem, ich vergesse jedes Mal, wenn man es ausspricht. Ein Schlüsselschwert mit hohem Attackewert und hohem Schaden bei kritischen Treffern. Alter, du musst gleich mal bitte. Was machen? Jo, jetzt gehen wir zu Disney, ne? Ich würde irgendwie sagen, erstmal. Nein, Disney. Du musst Disney machen. Echt? Ja. Nee, ich kann nur beide machen. Wir machen immer das, was... Lass ihn aussuchen. Er ist doch der, der das spielt. Du musst selber aussuchen. Aber ich will das in meinem Let's Play so haben. In deinem Let's Play? Er ist aber gerade dran. Mach so, wie du das willst. Ja, okay. The mask of peace and hope comes the fearless defender and hero of this town. It is me, Captain Justice. Huh? What? Now listen, you pipsqueak. I'm Captain Justice. Who are you to walk away whence the bona fide hero is offering his help? I'm sorry, but I really don't need any kind of hero. Bona fide or... Somebody! Come quick! What's that? Trouble? Captain Justice to the rescue! You? Oh, now that's a shame. Where is it? Maybe this job's perfect for you, Mr. Hero. What? Name your catastrophe! Those annoying monsters have turned up again over in Fruit Ball Plaza. They're all yours now, Captain J. Monsters? Don't tell me the Inverst are here. Monsters? Well, too bad. Not on my list. I didn't know bona fide heroes got to pick. But I wouldn't stand a chance of surviving fitting them into my schedule. Gosh, I thought you said you were Captain Justice. You can't leave those menacing things running loose. They're ruining Fruit Ball. Huh? Hark, do you hear that? Somebody's calling for Captain Justice's help. Do not fear, I am on my way. Sounds like this catastrophe can't wait, but I'll be back here in a jiff. Oh, I'm sure you will, Captain Useless, but I don't think I'll stay here and hold my breath. I'm anything but a hero, but maybe I could help if you want. Would you? Oh, that'd be just Jim Dandy. Someone needs to trounce those fiends at Fruit Ball and keep them away from the plaza. I'll try. Just give a holler once you're ready, and I'll explain to you how Fruit Ball works. Disney Town! Deutsche Übersetzung mit Disney Stadt! Disney City! Ja, Disney Stadt! Ich bin der krasseste Motherfucker. Town, leicht? Komm, bitte Pause drücken und Zack lesen. Okay, okay. Hey! Musik! Noch zu hat der, ich hab's gesehen. Crisis Core von Infinity 7. Ein Jüngling, der gern ein Held wäre. Unter der Kontrolle von Hades wird er zu einem Krieger der Dunkelheit. Doch als er von Terra besiegt wird, findet er wieder zu sich selbst. Seitdem verehrt er Terra als großen Held. Zack ist der Beste, Leute. Guckt euch Crisis Core an, ihr werdet heute. Eistitan! Auf geht's! Schatzliste, heißt Polaris, Schatzliste, nicht Eistitan. Schatzliste, Schatzliste. Erstmal, ja. Erstmal hier, genau. Warst du gerade eben da? Nein! So, okay, ist recht genau. Diese Musik, Alter. Wir haben Fässerschlag. Seit wann haben wir Fässerschlag?
Pissschlag haben wir schon vorhin bekommen. Ja. In der. Ich weiß nicht, wie hier das war. Ich hab's auf jeden Fall schon mal gesehen. Das mal dann. Okay, wir haben noch nichts fertig. Geh mal auf Abschuss-Kommando bitte. Stimmt, Abschuss ja. Abschussangriff. Abschusskommando. Und ich dachte, dein Handy wäre Strom. Ich dachte, hör auf, Alter. Ich dachte, hey, ist das mein? Mit Decke oder so? Geh da nochmal zurück. Wir könnten eins von diesen beiden Level, die noch viel besser sind als Gold. Ja, okay, hast recht. Aber ich weiß gerade zwar nicht, was das hier ist. Das ist auch wie ein Risky. Wie du willst, du musst das selber entscheiden. Ich sag, das nur, Level, oder? Ich sag nur, weil Goldrausch kommt immer ziemlich schnell, weil das geldmäßig was ist. Aber die hier sind viel besser. Ja, komm, dann lass mal rausnehmen. Ja, warte. Und die brauchen eh nicht mehr lange, ne? Ich glaube, das ist Gift und das ist Feuer. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Also da musst du auch Gift irgendwie drin haben in deinem Move-Set, ne? Echt? Aber ja. Feuer habe ich ja zum Beispiel, ne? Feuersturm. Ja, dann machst du Feuer, weil Feuer benutzen wir sowieso voll oft. Hier sind richtig viele Maps. Die Schatzliste. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte hier nicht hingehen wegen einer bestimmten Sache. Und zwar nur wegen, weil ich dachte, es wäre wieder Schloss Disney. Das mochte ich in Teil 2 absolut nicht. Ja, aber trotzdem okay. So, naja, ich sehe es ja vorher, es muss ja fertig gemacht werden. Nein, ist ja klar, ergibt ja auch Sinn. Alter, was ist denn hier los? Ja, hier können das wir erstmal... vorher eigentlich vorher wir werden eine lange Zeit hier werden. Ja, so aus. Okay. Auf geht's! Schau cool, dich hier um. Aber, muss ich ehrlich sagen. Hast du nicht so von mir so ein Dings bekommen? Von Ventus, so eine Eintrittskarte? Ja, stimmt, genau. Deswegen ist er jetzt wahrscheinlich auch ja, okay, jetzt macht hier. Disney Town. Oh, yes. Warum kannst du das anvisieren? Ich kann einfach noch einmal so. Das ist ein Leben. So. Na? Hey, come on in! Was ist das? Diese Eiscreme hast du noch nicht hergestellt. Ach, die. Ach, ich glaube, ich scheiß drauf, Alter. Kack. Wie wird denn das geschrieben? Was ist denn das? Eiscreme-Laden. Mit K. Also ja, im Deutschen ist das richtig so. Ich glaube nicht. Eiscreme ist doch richtig. Eiscreme. Auf Deutsch. Das ist im Deutschen richtig so. Creme. Ich dachte, Creme ist immer C, glaube ich. Nee, ich bin ziemlich sicher. Ja, aber Eiscreme ist so im Deutsch richtig. Wir sparen uns etwas Geld zusammen für eine andere. Das bleibt. Welches Lied darf es sein, Mann? Dieses Lied ist klein zu klein. Wähle einen Schwierigkeitsgrad! Was ist das? What the fuck? Spaß in Eis. Stelle im Takt zur Musik ein Eis her. Sieh dir die Pump an und merk dir, wer im Takt zur Musik man agiert. Das musst du jetzt auch singen. Oh, wir warten drauf. Rap doch! Rap doch weiter! Bestimme mit den Dingern die Richtung, in die du die Eiskugeln verschießt und drücke im zuvor gemerkten Rhythmus X, um die Eiskugeln abzufeuern, Motherfucker! Achte auf den grünen Kreis! Erreichte die Mitte, drücke X! Erscheint drücken, drücke mehrmals X für eine geile Combo! 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 Wollte gerade nicht gefasst, okay, alles klar. Stille! Das ist einfach. Ich hab mal kurz geguckt, okay. Oh yeah, Booty Shake! Was ist das? Oh yeah! Mach den Endturn, mach den Endturn! Fox in die Fresse! Ich muss anvisieren und dann einfach. Hör zu! Alter, das ist die. Das ist die Dingsmusik! Nein! Okay, ich hab's schon, okay. Leute, das ist die Gummi-Jet-Musik aus Kingdom Hearts 1. Leute, Joker! Was ist eigentlich? Nein! Wir bräuchten jetzt eine Facecam eigentlich, aber egal. Tschüss. Es krümmt! Jaaa! Er verkackt sich nicht! Er hat gar kein Eis! Guck mal, nix, Junge! Der arme Mann! Okay. Schloss! Das ist der blaue Bombe, ich mal gucken, wie er chillt. Also, tschüss! 3 Meter! Ja, Mann! Schlecht! Rang! Schlecht! Mach ein anderes Lied! Okay, ich ja, noch eins. Okay, ja. Einfach Rang, einfach schlecht! Ich dachte, wir sind richtig cool. Schlecht! Diese Welt ist klein, so klein. Oh mein Gott! Diese Welt ist so klein. Du Spassi kannst nicht mal. Okay, jetzt. Wo liegt die Musik?
bist so klein, klein, klein. Nur der Grüne. Fühl den Beat in deinem Arsch. Okay, Bruder, fühl ihn richtig hart. Du Knecht bist richtig schwach, du Wandervergang. Ich hab eigentlich gar keinen Bock, aber das ist sowieso egal. Der Grüne geht richtig ab. Doch der Blaue zeigt sich auch nicht schlecht. Da Fucker, dies Lied ist scheiße. Das andere Lied war einfach viel geiler. Dieser Beat richtig geht jetzt heute ab. Oh, damn! Komm schon! Ah, yeah! Eins, zwei, eins, zwei, drei, yeah! Haben wir es geschafft? Wir gehen richtig ab, Leute. Hey! Ich wollte. Junge, ich will zu dir gerade schon bringen! Gut! Wenigstens nicht schlecht, Alter. Was hat das jetzt gemacht? Nichts. Mach ab, Brüchen. Ich hab jetzt voll die Zeit verschwendet bei diesem. Irgendwie schon, aber war ganz geil. Ja, der bringt die Karte von Ventus auch noch was. Ist doch was, oder? BTF, ey. Guckt euch mal ein bisschen schön um, Alter. Ah ja. Das oh, ist Geld, das Büschen. Aber verschwende hier keine Zeit mit diesen Büschen. Hör auf, die Sachen zu schlagen, das bringt doch nichts. Doch, Geld. Stell dir mal Speicherpunkt? Ja. Ja, noch nicht speichern. Mach doch gar ganz unten. Da, warte, geh mal nach links. Guck dir erstmal alles weiter was an. Was ist das? Guck dir einfach erstmal alles weiter an. Keine Ahnung. Wie du willst. Mal gucken, was es da unten gibt, ein bisschen. Boah! Ja, jetzt kannst du nicht mehr hoch. Doch, kann er, glaube ich. Da ist doch eine Treppe gewesen. Komm, ich an dir vorbei. Da kommt keiner hoch. Ja, auf an die. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht hin, Alter. Ich. Blitz! Karte? Ja. Oder ein Fake. Ja, Fake. Mimik. Die Karte war nämlich. Geh weiter! Ja, wahrscheinlich in Dings. Lass uns erstmal zurückgehen. Du kannst aber weitergehen. Da waren doch noch Truhen, Alter. Leute, ist. Geh zurück, lass erstmal alle Truhen holen und danach hierher kommen. Müssen wir nicht noch mit diesem Bauern irgendwas machen? Eigentlich schon, ja, wahrscheinlich. Müssen wir irgendwie uns entscheiden, ne? Da ist eine Truhe hinten. Die Briefe. War hier nicht noch eine große Truhe? Da hinten ist sie doch. Da ist wahrscheinlich die Karte drin. Heiltrank! Jetzt rede mit diesem Spaß, die hilf ihm und dann das machen. Umgebungskarte, Umgebungskarte, Disneyland. Ja, aber vorher sollten wir vielleicht mal das Keyblatt wechseln. Dann das hält. War das besser überhaupt? Guck du mal, ne? Es hatte viel weniger Magie, ne? War auch egal. Geh runter. Die Magie ist einfach komplett gesunken. Da geht's zwei runter, Digga, ne? Ja, aber von den Werten theoretisch ist es ja so, dass ich gehe zwei runter, oder? Ja, aber naja, Magie ja, okay. Und Aqua ist eigentlich Magie-Boss. Ja, wie du willst, das ist dein Gameplay. Wir wollen dich nur moralische, ja, ich hab eigentlich nur Magie, moralische Hilfe anbieten. Nein. Moralisch unterstützen. Red mit dem Penner. Ja, komm, Junge. Salam, bereit, die Monster auf dem Früchte mal Platz zu vertreiben. Ja, Mann, ja, ja, so jetzt Lust oder nie. Schieße mit den Früchtebällen mehr Tore als deine Gegner. Je nach Frucht reagieren die Bälle anders, wenn du sie spielst. Warum kriegst du den Aufnahmen? Drück weiter. Mit X schießt du, mit Quadrat schneidest du an. Drücke Dreieck, um danach mit X einen Schmetterball aufs Tor zu schießen. Oder nochmal Dreieck, um den Schmetterball auf deine Gegner loszulassen. Bestimmt. Okay. Er fühlt sich jetzt in seiner Ehre gekriegt. Anpfiff. Was ist das mit dem Fußballspiel? Was ist das hier überhaupt? Da muss man an das Goal schmeißen. Ach so. Nein! Er steht 0-1 für die Bastler. Das sind auch drei Leute, das ist so unfassbar. Diese Kamera, ne? Willst du mich verarschen? Was ist das für eine Scheiße? Ja, mach noch ein Tor, komm! Die haben 5 Tore. 1-5, Leute. 2-5. 3-5. Ich sperre einfach nur, was ist das für eine Scheiße? Oh, du hast ihn aufgeholt. Au, Gleichstand. 6-5. Alter, du jinkst sie weg! Das Spiel ist eigentlich voll schwer, ne? 7-5. Echt? Ja, das ist mega schön. 8-5. Nein! Alter! 9-5. Mann! Oh, oh. Football!
Juice Boy, ja. 10 zu 5, das ist Mario Smash von voll für Keller der Kinder. Tomate! Das ist so ein Apfel. Ein Apfel! Ananas! Ananas, nein! Schmeckt Ananas! Schmeck es! Spüre es! Oh nein! 12 zu 6. Die holen jetzt wieder auf? Ey, die haben Bananen! 2 zu 5 sind sie gestorben. Ja. Nur noch einer kämpft. Oh, da ist wieder. Was macht der? Oh, wie viel noch? Kürbis, Apfel! Banane! Ananas! Karotte! Ja! Hey, warum ist das? Hey, du hast einen Shotshot bekommen! Nein! Oh, nein, Sturmlauch! Yeah, boy! Hör das nicht, sag du das! Yeah, boy! Yeah, du boy. Verlierst! Ja! Alter, ich liebe dich, Leute! Ich liebe gleich auf! Scheiße! Alter, steht 15 zu 15! Nur noch halbe Minute! Nein! Nein, den Jim nicht! Zum Golden Goal! Du warst doch so gut gerade! Let's go! Du verkackst! 16 zu 17, Mann! Fuck him, motherfucking, huh? Oh shit, yeah, ist es dumm, Unentschieden! Nein! Unentschieden, los! Ananas! Spring hoch! Mach ein Tor! Ja, die haben ein Tor! Noch ein Tor! Ja. 20 zu 19! Noch 90 Sekunden! Darauf gönne ich mir jetzt was zu trinken! 21! Ey, was war das für eine Scheiße? Ma, you sure taught those monsters a lesson. You're the real hero in town, if you ask me. He's right, my dear. I couldn't agree more. Thank you so much. Who are you? I'm Minnie. And she's our queen. Oh, please excuse me, Your Majesty. Where are my manners? My name is Aqua. There's no need to be so formal. Just call me Minnie. You see, I'm not sure I'm doing a very good job protecting my kingdom. Oh, don't say that, Queen Minnie. We all know how hard it's been since the king set off the way he did. Don't you trouble yourself. Why, we wouldn't even think of putting on our yearly dream festival if we thought there was the slightest chance anything might go wrong. Oh, you're very kind, Horace. How about that Pete, though? Captain Justice, my hide. You can't count on him for anything. Wait, you're saying his real name is Pete? Well, it sure sugar isn't justice. Pete never does anything for anybody except Pete. That get-up was just an act to get folks to vote for him. He wants to win the Million Dreams Award and hog the prize. Million Dreams Award? What is that? It's part of our dream festival. We all vote for who we think the most admirable citizen is. But Pete seems to have the wrong idea. He thinks that dressing up as a hero and proclaiming that he is one will win him votes. What really makes someone a hero isn't what they wear or what they say. It's the things they do and how they treat everyone. Well, in my book, Aqua here is number one. You got my heartfelt vote. Thanks, Horace. I promise I'll try not to let you down. See that you don't. My vote's very important. Oh dear, he sounds serious. Being popular is tough. Oh, was? Schon fertig? Schon fertig? Okay. Ja, wir müssen da noch rein, ne? Ja, wir müssen da noch rein.
Du kannst jetzt auf dem Kommandobrett Disney Stadt spielen. Okay, Leute, bleibt clean, wir sehen uns im nächsten Part vor. King Warte. Tut mir leid, aber das geht jetzt hier vor. Beim Tom Festival warten viele Attraktionen auf dich und vielleicht hast du ja noch nicht alle gesehen, also komm doch bald wieder vorbei. Gerne. Kingdom Hearts Birth. Bye. Sleep. Ciao. Final Mix. Clean. Viel Spaß. Clean. Früchteball. Until next time.